Ob ich noch Platz im Koffer übrig habe, seht ihr in diesem Video. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Walt Disney World Kofferpack-Video. Einige haben sich das Video gewünscht und ich habe das ja schon mal für ein paar Mal für Disneyland Paris gemacht und ich dachte, für Walt Disney World kann es ja auch ganz hilfreich sein. Und ihr seht, die Sonne freut sich genauso sehr wie ich, dass es bald losgeht. Also wir haben gerade hier strahlenden Sonnenschein im Wohnzimmer. Kann mich nicht beschweren über das Wetter. Und ja, was zeige ich euch alles? Also alles, was ich anziehen werde, also meine kompletten Outfits inklusive Try-Ons, die habe ich auch schon abgefilmt. Und ja, was noch so nützlich sein kann im Koffer, speziell auch für Walt Disney World. Und ich denke, das Video wird ein bisschen länger, deswegen würde ich sagen, ich quatsche nicht mehr so viel und ich zeige euch erstmal, was ich für den Hinflug anziehen werde. Mein Outfit für den Hinflug wird dieser Spirit Jersey sein. Oh, es funkelt hier im ganzen Wohnzimmer durch die Sonne mit den Pailletten unten. Genau, der Iridescent Spirit Jersey wird mein Hinflug-Outfit sein. Ich finde das gerade so toll hier, wie das funkelt überall. Ja, ich werde darunter noch irgendein T-Shirt anziehen. Da habe ich mir aber noch keins ausgesucht. Und den wollte ich nämlich anziehen, weil er etwas dicker ist und ja, in Deutschland ja bekanntlich noch ein bisschen kühl ist. Und auch, dass ich einen etwas dickeren Pullover für Walt Disney World habe. Ja, dazu, jetzt kommt die Wahrheit, ja, das gehört bei mir auch mittlerweile dazu. Kompressionsstrümpfe. Seit letztem Jahr, muss ich sagen, wo ich nach Griechenland geflogen bin und das erste Mal wirklich etwas angeschwollene Füße hatte. Ja, ich bin jetzt 30, jetzt kann man auch mal darüber reden. Ja, habe ich mir jetzt vorgenommen, immer bei Flügen Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Die habe ich jetzt bei Amazon gekauft. Alle Links, die ich noch irgendwie habe zu irgendwelchen Sachen, packe ich euch unten in die Infobox, damit ihr die gegebenenfalls nachkaufen könnt. Ja, die habe ich einmal für Hin- und einmal für Rückflug, damit ich sie auch nicht waschen muss. Schuhe. Ich ziehe tatsächlich einfach bequeme Sneaker an. Jetzt die hier sind von Skechers und fast komplett weiß. Denn das ist tatsächlich der, glaube ich, der einzige Urlaub, bei dem ich eigentlich nur zwei Paar Sneaker und ein Paar Flipflops mitnehme. Also das heißt insgesamt nur drei Paar Schuhe. Musste mir echt zurückhalten, aber die Flipflops, ne, für Pool oder auf dem Schiff. Und ansonsten zwei Paar bequeme Schuhe, falls ich Blasen bekommen sollte in den oder den anderen, dass ich noch ein Wechselpaar Schuhe habe. Aber die sind relativ schlicht weiß. Die anderen zeige ich euch später auch noch. Also die ziehe ich dann für den Hinflug an. Und dazu werde ich wahrscheinlich eine schwarze Leggings anziehen oder noch eine Jeans, denn ich finde Leggings ja bequemer. Aber ich muss sagen, das Wetter zurzeit in Orlando sieht ja eher kühl aus, also so 20 Grad. Was hier ja kühl ist. Ich weiß nicht, wie es sich da anfühlt mit 20 Grad. Ich habe zwar eine Jeans eingepackt, aber ich habe echt Angst, dass es mir zu kalt wird oder dass ich öfter Jeans tragen muss. Deswegen überlege ich mir, dass ich noch eine Jeans einzupacken, bevor ich da mir eine kaufe, obwohl wir ja auch da in die Outlets gehen. Und wahrscheinlich mir ich mir vielleicht doch die ein oder andere Jeans kaufe. Nee, das ist eine bessere Idee. Ich packe keine Jeans mehr ein, ich ziehe noch eine Leggings an für den Flug, das ist auch bequem. Und ich kaufe mir sonst in den Outlets noch eine Jeans. Finde ich einen guten Kompromiss. Ja, was ich dann noch anziehe, ich werde keine dicke Winterjacke mitnehmen. Hier ist es ja kalt. Aber ich nehme mir hier so eine, die habe ich mir bei Adidas gekauft. Die ist nagelneu. Und in meiner Lieblingsfarbe rosa, wie man unschwer erkennen kann. Und die ist relativ dünn, wenn man sie zusammen... Also man kann sie echt so klein zusammenknautschen. Das heißt, wenn es morgens in Orlando kalt sein sollte, kann ich die halt einfach überall drüber ziehen. Wenn es nachmittags warm werden sollte, kann ich die einfach so in meinen Rucksack oder in irgendeine Tasche quetschen. Und die nimmt nicht viel Platz weg. Aber die ist trotzdem gefüttert mit Daune, also hält auch warm. Das sind diese leichten Sport-Daunenjacken. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, so eine zu haben. Wie gesagt, perfekt für Urlaube. Und das wird sozusagen meine Jacke sein, die ich drüber ziehe, über den Jersey. Und dann nehme ich mir noch einen dicken Schal mit fürs Flugzeug. Mir ist auch immer kalt im Flugzeug, deswegen brauche ich immer einen Schal.
Und sonst kann ich mich damit auch noch so ein bisschen zudecken. Der ist ein bisschen breiter, wenn ich schlafen möchte. Genau, den hier, der ist auch aus Kaschmir. Deswegen hält er sehr, sehr gut warm. Und ja, die packe ich mit in den Rucksack, die passenden Ohren zu dem Jersey. Denn ich weiß, wenn man in Orlando ankommt, gibt es da so ein paar Fotopoints. Ich werde zwar nicht besonders gut aussehen nach 10,5 Stunden Flug, aber ich möchte mir trotzdem nicht nehmen lassen, die ersten Fotos dann direkt da schon zu machen. Deswegen kommen die auch mit direkt in den Rucksack. Bei Security werden sie mich wahrscheinlich für verrückt halten. Egal. Dann habt ihr in meinem Dezember-Haul schon diese Tasche gesehen. Ja, die wird als Handgepäck mitkommen. Passt auch gut zum Outfit. Was ich da schon drin habe, ist einmal nagelneue Kopfhörer fürs Flugzeug. Denn ich höre eigentlich Musik über mein Samsung-Handy. Und das Samsung-Handy hat ja einen USB-C-Kopfhöreranschluss. Und jetzt habe ich nochmal normale Kopfhörer fürs Flugzeug gebraucht. Einmal so günstige von Amazon. Dann habe ich hier einen kleinen Geldbeutel mir eingepackt für Dollar. Da kommt dann das Dollargeld rein. Und meine wichtigsten Karten packe ich nochmal in eine andere Geldbörse, so wie ich das jetzt auch schon habe, dass, falls irgendwas verloren gehen sollte, man nicht alles oder dass man alles nicht in einer Geldbörse hat, kann ich auch jedem empfehlen. Dann habe ich hier noch meinen Reisepass drin. Natürlich ganz standardgemäß mit Mickey Case. Und dann habe ich hier noch meinen, was man heutzutage immer irgendwie mit sich haben muss jetzt, seinen Impfpass. Hier in Deutschland müssen wir den ja nur der Airline vorzeigen, da reicht auch der QR-Code, aber wir müssen tatsächlich auf der Cruise auch vollständig geimpft sein. Und ich glaube nicht, dass sie den europäischen QR-Code annehmen, deswegen gibt es nochmal den gelben Impfpass, der mitkommt. Genau, das ist erstmal schon mal in meiner Handtasche, da kommen natürlich noch Handys rein und eine Packung Taschentücher und was man halt so noch griffbereit alles braucht. Das kommt alles in meine Handtasche. Und dann der einzige Rucksack, den ich mitnehmen werde. Ich habe nur einen Rucksack und zwei Handtaschen. Also die ihr gerade gesehen habt, und noch eine. Also ich musste mich echt zurückhalten. Aber ich nehme standardgemäß hier diesen Rucksack mit. Von der Größe her ist er eigentlich sehr perfekt. Hat das Schloss drauf. Ist zwar das Schloss in Anaheim. Aber egal, ich finde ihn trotzdem wunderschön. Es passt einiges rein. Und der wird dann noch mit dazukommen. Und was ich hier drin habe für den Flug, ist einmal eine Ohrstöpsel und eine Schlafmaske. Ist alles hier drin. Ich denke nicht, dass ich auf dem Hinflug schlafen werde, weil der Hinflug tagsüber ist, aber auf dem Rückflug auf jeden Fall, weil der geht über Nacht. Deswegen die hier, dann nochmal den Adam Hatton Dream Guide. Den habe ich noch nicht gelesen, deswegen kommt der mit und der ist relativ dünn. Kann man im Flugzeug oder am Flughafen, wenn man kurz Zeit hat, mal ein bisschen durchblättern. Ja, Packung Taschentücher habe ich erwähnt. Desinfektionstücher kann man auch nie genug brauchen, aber ich habe mich jetzt für Tücher entschieden, damit ich bei der Sicherheitskontrolle nicht so viel in dem Flüssigkeitsbehälter habe. Und dann habe ich hier schon meinen Pinsel und mein Make-up drin, um mich nachzuschminken. Und hier vorne in dem kleinen Fach habe ich noch sowas, was ich immer in den Parks eigentlich dabei habe, auch im Disneyland. Ein Deo, Blasenpflaster, Handcreme, noch eine Packung Taschentücher, ein Nasenspray, weil manchmal in der Maske habe ich so eine verstopfte Nase und eine kleine Bürste mit Handspiegel. Ja, das habe ich aber immer standardgemäß auch im Disneyland Paris in meinem Rucksack drin. Ja, das war erstmal alles. Hier kommt dann später noch eine Wasserflasche rein, die zeige ich euch auch noch gleich. Natürlich Masken braucht man heutzutage auch, aber ja, das kommt dann alles hier noch rein. Und dann gehen wir zum Handgepäck-Koffer, denn ich habe noch einen Koffer, also ich nehme mit den Rucksack, die kleine Handtasche und den Handgepäckkoffer. Wenn Lufthansa irgendwie sagen sollte, ihre kleine Handtasche geht nicht, dann versuche ich die noch in den Koffer reinzutun. Genau, aber jetzt kommen wir zum Handgepäckkoffer. Da habe ich nämlich auch noch einiges drin. In meinen Handgepäckkoffer tue ich tatsächlich immer gerne mein ganzes Elektronikzeug und so sperrige Sachen tue ich da auch gerne rein. Und in den Koffer versuche ich einmal wirklich nur Klamotten und mein Kosmetikzeug reinzutun. Ja, was ist in meinem Handgepäckkoffer drin? Ganz normale Handgepäckmaße, ein Trolley. Einmal mein Kamera-Equipment für die Kamera, mit der ich gerade filme. Also hier drin ist sowas wie Akkus, SD-Karten. Ja, das, was ich alles zusätzlich noch brauche für die Kamera, mit der ich filme, die möchte ich auch mitnehmen. Also die kommt auch noch ins Handgepäck rein. Ich werde ja auch den Hinweg, werde ich auch vloggen.
bin mir auch unsicher, ob ich das Mikrofon, was oben drauf ist, gerade auch mitnehme, denn es ist dann schon sperrig, die Kamera. Aber es gibt natürlich einen besseren Ton. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte mit der anderen Kamera eher mehr vloggen, weil es bequemer ist. Dann habe ich nicht so großes Equipment immer dabei. Ich bin mir noch nicht ganz entschlossen. Ich nehme auf jeden Fall alle Kameras mit, die möglich sind, damit auch, falls was kaputt gehen sollte, ich auf jeden Fall auch ein Backup habe. Ja, dann nochmal eine Packung Desinfektionstücher. Man kann ja nie genug haben. Eine Kofferwaage, vor allem wichtig für den Hinflug. Einen Regenschirm. Ja, das ist ein Regenschirm. Gibt es auch bei Amazon, ist klein und handlich. Kann man dann hier so einfach rausholen. Und das Praktische ist, wenn er nass ist, also wenn es geregnet hat, kann man ihn einfach nass erstmal hier wieder reintun und man hat die Tasche nicht nass. Man darf nur nicht vergessen, ihn später wieder zu trocknen. Sonst könnte es irgendwann unangenehm riechen. Ich möchte mir aber auch einen Regenschirm in Walt Disney World kaufen, aber ich weiß nicht, wie groß die sind. Deswegen, der passt super in den Rucksack rein. Aber ich möchte mir auf jeden Fall auch da einen vor Ort kaufen. Ich habe mir nämlich mal einen in New York gekauft im Disney Store und den liebe ich abgöttisch. Der macht aber langsam nicht mehr ganz so gut mit. Und ja, für viel zu Hause hätte ich gern einen Walt Disney World Regenschirm. Dann habe ich einmal hier sowas mitgenommen. Das ist von meiner Jahreskarte in Paris. Und auch nochmal hier sowas. Also einfach so ein, ja, so ein Pouch auch für Karten. Da kann man jetzt zum Beispiel die Hotelzimmerkarte reintun oder ich weiß nicht, Kreditkarte, ja, damit man, aber ich glaube hauptsächlich für die Hotelzimmerkarte habe ich das oder das mitgenommen, weil hier, man kann das so rausziehen und ich habe auch gehört, in Universal muss man seine Sachen ja alle einschließen und man hat dann zum Beispiel das Ticket, man darf, also die Schließfächer sind kostenlos, die muss man aber mit dem Ticket aktivieren oder öffnen und schließen. Und um das Ticket dann irgendwo reinzutun, habe ich jetzt sowas halt mitgenommen. Das kann ich mir dann hier gut reinstecken. Und damit ich das Ticket auch dann wieder griffbereit habe. Genau, also deswegen so zwei kleine Sachen. Dann habe ich ja eben schon erwähnt, eine Kamera. Das ist hier drin, ist alles für die Osmo Pocket. Zwei habe ich ja. Die kennt ihr ja schon. Das ist hier die. Und irgendwie fällt immer dieser Mikromuff ab. Ich weiß auch nicht, ob man den irgendwie befestigen kann nochmal. Der fällt immer ganz leicht mittlerweile ab. Aber ja, einmal die Osmo Pocket und die finde ich halt praktischer zum Vloggen, weil die halt kleiner ist und die man überall in die Tasche schmeißen kann. Und es gibt ja auch ein Mikro, also der Ton wäre nicht ganz so übel. Und dann habe ich noch, das ist das Zubehörtäschchen für meine GoPro. Ja, die GoPro nehme ich auch mit. Da sind dann Akkus drin und noch verschiedene Halterungen. Hier ist die GoPro. Und ich nehme den Brustgurt auch noch mit, ja, denn ich möchte auch On-Rides filmen und dafür ist die GoPro halt mit Brustgurt perfekt. Ich werde aber dann hier diesen Griff von der GoPro nicht mitnehmen, ich werde die dann direkt hier so dran machen und dass ich einfach nur den Brustgurt immer anziehen muss für die On-Rides, denn ja, im Disneyland Paris weiß ich, wo ich wie On-Ride machen kann. Also bei Big Thunder Mountain ist kein Problem, wenn ich meine Kamera oder mein Handy so halte. Ich weiß, ich kann es halt noch nicht einschätzen, wie es in Orlando ist, auf den Attraktionen. Deswegen sicherer die GoPro und ja, ist halt, hat die Hände frei, man kann die Fahrt trotzdem genießen und filmen. Also einmal noch die GoPro und das war es dann jetzt auch mit dem Kamera-Equipment. Außer hier, das nehme ich noch mit, denn ich habe zwar, das kann ich euch mal zeigen, hier das Handle für die Kamera, mit der ich gerade filme, aber das ist nicht kompatibel mit zum Beispiel Handy oder GoPro. Und hier hätte ich im Prinzip alles in einem. Hier habe ich auch noch meine Handyhalterung, wenn ich irgendwie mit dem iPhone abends filmen möchte, weil die Nachtaufnahmen besser sind, hätte ich dann auch ein Stativ fürs iPhone dabei. Das kann ich hier einfach drauf finden. Ich könnte das jetzt auch einfach abdrehen und das mitnehmen. Muss ich mal gucken, weil ich das damit halt besser meine Kamera steuern kann. Ich weiß es noch nicht, aber hier könnte ich auch die GoPro draufschrauben. Also, ja. Eins von den beiden wird es auf jeden Fall werden. Dann habe ich hier noch zwei kleine Einkaufstüten mitgenommen. Ich habe ja gerne in den Parks nochmal eine separate Tüte drin, damit ich Getränke oder sowas griffbereit habe. Deswegen noch zwei Stück. Ich möchte mir auf jeden Fall aber auch welche in Walt Disney World kaufen, die Reusable Bags. Dann eben schon erwähnt, Masken. Ich weiß nicht, wie viele ich brauchen werde. Man muss die ja auch nur indoor tragen und in Restaurants. Aber ich möchte natürlich, dass mein Outfit immer eine passende Maske hat.
Aber ich werde auch tatsächlich, wenn es richtig voll ist, FFP2-Masken tragen. Da ist sicherer, da ich mich dann sicherer fühle. Wenn zum Beispiel beim Feuerwerk oder so richtig viele Menschen um mich rum sind, werde ich auf jeden Fall die FFP2-Maske tragen. Denn ja, wir wissen, zurzeit sind die Zahlen relativ hoch überall auf der ganzen Welt. Und wir haben schon den Plan, wieder gesund zurückzukommen. Also ja, ganz, ganz viele verschiedene Masken habe ich dabei. Dann habe ich hier so zwei Taschen gekauft. Die gibt es auch bei Amazon. Hauptsächlich für den Rückflug, denn das sind Handgepäcktaschen. Also wie ihr seht, die sind relativ klein. Und ich habe ja einen Handgepäckkoffer, das heißt, ich darf kein zusätzliches Handgepäck mehr mitnehmen. Aber meine Mutter zum Beispiel, die hat jetzt keinen Handgepäckkoffer und könnte dann, wenn wir viel einkaufen, was wir wahrscheinlich tun werden, dann eine Tasche nehmen. Und die kann man auch dann gut auf den Trolley draufpacken. Gibt auch extra so eine Halterung für. Den Link findet ihr in der Infobox von Amazon. Und da seht ihr auch ein Bild, also der passt super auf den Trolley. Das heißt, wenn wir so unterwegs sind im Flughafen, kann man einfach oben drauf stellen. Und dann haben wir noch eine Tasche und wir sind ja zu viert. Das heißt, wir haben zwei Handgepäckkoffer und dann zwei von diesen Taschen. Können wir dann noch unsere Einkäufe verstauen. Dann, was habe ich noch hier drin? Sonnenbrille. Ich weiß, wir werden ankommen und es wird dunkel sein. Aber ich finde tatsächlich mal, also ich transportiere meine Sonnenbrillen halt gerne in deren Etuis, weil ich auch nicht günstige Sonnenbrillen habe. Und die sind halt immer sehr, sehr sperrig. Und deswegen habe ich die auch gerne im Handgepäck. Und die sind halt nicht so günstig, deswegen habe ich sie gerne bei mir. Dann habe ich jetzt hier noch so ein Selfie-Licht, wenn ich Stories machen sollte abends, damit man mich auch gut erkennt. Das andere Licht habe ich nämlich auch noch mit für die Kamera oben drauf zu packen. Wenn ich abends vlogge oder so, nehme ich das auch noch mit als Licht. Dann ein Kissen. Wir kennen es, das typische Nackenkissen, aber das ist tatsächlich auch besonders, denn man kann dieses Kissen in ein kleines Kissen umwandeln. Man hat hier einen Reißverschluss und dann kann man das hier, das dauert alles zu lang, also man hat drei verschiedene Kissenoptionen und zwar einmal ein quadratisches, ein rundes und halt dieses Nackenkissen. Und das finde ich ganz praktisch, weil im Flugzeug ist halt eher Nackenkissen, aber ich muss sagen, im Hotel habe ich immer gerne noch so ein kleines Kissen, auf dem ich liege. Und dann kann man das halt ganz clever ummodeln. Auch alles. Also Amazon hat alles, was das Herz begehrt. Ja, das kriege ich natürlich jetzt nicht mehr so ordentlich rein, aber ja. Und das kann man hier auch gut. Mache ich immer am Koffer fest oder am Rucksack. Dann fliegt das nicht so rum. Und was ich noch habe, mir gekauft. Ich weiß nicht, ob ich die Seite zeigen kann, deswegen zeige ich die Seite. Weil hier vorne steht die IAN-Nummer. Eine SIM-Karte. Gibt es auch bei Amazon. Kostet 18 Euro. Und da ist tatsächlich auch schon 4 GB Datenvolumen drauf. Für die USA. Das heißt, ja, einfach die Karte in das Handy stecken. Ich glaube, man muss sie registrieren. Das muss ich mir nochmal nachlesen, bevor wir fliegen. Aber die habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Denn es gibt zwar Wi-Fi oder Internet in Walt Disney World und in Hotels, aber wenn wir irgendwo unterwegs sind, sollten wir einkaufen, wir müssen Uber bestellen oder ne, man weiß ja nie, wofür man irgendwie Datenvolumen bräuchte, um irgendwas nachzugucken, irgendeinen Weg. Deswegen, und 18 Euro für so eine SIM-Karte, da kann man nichts sagen mit 4 GB Datenvolumen. Das reicht ja auch vollkommen. Ich werde da jetzt keine internationalen Calls oder so machen. So, das war alles, was mein Handgepäck beinhaltet. Kommen wir zu den Outfits. Und wie gesagt, ich habe jedes Outfit gefilmt. Und zwar einmal die warme Version, also die Sommer-Frühling-Version. Und dann nochmal die kalte Version, wo ich dann etwas Dickeres drüber gezogen habe. Entweder ein Spirit-Jersey oder eine Jeansjacke. Und die zeige ich euch alle gleich, die ich noch mitnehmen werde, um drüber zu ziehen, weil ich glaube, mir wird morgens kalt sein. Und ohne was Langes morgens werde ich, glaube ich, nicht überleben. Ich bin ja eh so eine Frostbeule. Aber wir kommen erstmal zu dem zweiten Paar Schuhe, was ich eben erwähnt habe. Und zwar werden es die hier sein. Die trage ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Sind sehr bequem von Adidas. Die habe ich auch schon in Rot. Aber schwarz mit Mickey und Minnie passt einfach zu allen Outfits. Und deswegen, ja, das ist mein zweites Paar Schuhe, was ich mitnehmen werde. Und die landen dann im Koffer. Und ja, einfach Flipflops von Primark. Das heißt, wenn sie kaputt gehen sollten oder ich sage, boah, ich habe am Ende überhaupt keinen Platz mehr, obwohl die jetzt auch nicht so viel Platz einnehmen, kann ich die aber wegschmeißen. Da weine ich nicht drum. Und ich hatte auch überlegt, Hawaiianas, glaube ich, heißen die, mitzunehmen. Habe ich auch von Disney. Aber erstens sind die schwerer. Und zweitens würde ich da eher sagen, oh, die muss ich auch noch mitnehmen. Und die hier
kann ich einfach wegschmeißen, wenn es sein muss. Da traue ich nicht so sehr drüber. Dann habe ich mir zwei Bikinis eingepackt. Ich denke nicht, dass ich in Walt Disney World in den Pool gehen werde. Außer da kommt jetzt noch die große Hitzewelle. Aber auf jeden Fall auf der Cruise, denn es geht ja Richtung Bahamas und da wird es hoffentlich warm. Das heißt, ich habe für jeden Tag immer ein Bikini, das ist ja was. Und zwar einmal hier so ein Marine-Bikini und einmal einen Leo-Bikini. Den könnt ihr auch in Animal Kingdom anziehen. ja, also das sind die zwei Bikinis. Und dann kommen wir zu den warmen Sachen, die ich euch jetzt zeige. Die langärmeligen Sachen, die ich mitnehme. Und zwar einmal eine Jeansjacke. Die ist von EMP. Und ihr kennt das, das Outfit habe ich auch dabei, es kommt später. Das heißt, passt super einmal zu dem Outfit, aber man kann die Kapuze auch hier abknöpfen. Und dann passt die Jeansjacke eigentlich zu allem anderen auch. Hat hier Mickey-Knöpfe. Falsche Seite. Hier, Mickey-Knöpfe. Hinten ist auch nochmal Mickey und Minnie. Ansonsten ist das der Farbakzent eigentlich nur hinten, aber das kann man abknöpfen. Also das ist mein erstes langes Teil. Dann habe ich noch einen Spirit-Jersey dabei und zwar natürlich den 50. Geburtstags-Spirit-Jersey von Walt Disney World, den es bei Shop Disney gab. Ja, einmal den in lila und passend dazu dann hier diese Ohren, weil wenn ich den Jersey natürlich oben drüber trage, kann ich jetzt nicht von einem anderen Outfit die Ohren tragen. Ihr wisst, ich bin da ein Monk. Das heißt, ich würde dann immer zwei Paar Ohren mitnehmen, wenn ich dann den Iridescent drüber ziehe oder halt hier den. Aber ich habe ja meinen Ohrenhalter auch an meinem Rucksack. Also einmal das hier als warme Option. Und dann habe ich noch hier diesen Spirit Jersey mitgenommen. Den Standard Disney Paris Jersey, denn schwarz-weiß passt halt einfach auch zu vielen Sachen. Ansonsten ist ja mein Farbkonzept eher ganz, ganz viel Pastell und Rosa. Deswegen passt auch der Lilane ganz gut. Und dann habe ich jetzt hier noch einen schwarzen Blazer. Denn es gibt einige Outfits, zu dem die Jeansjacke nicht passt oder auch der Spirit Jersey. Und deswegen nochmal ein schwarzer Blazer. Aber bei den Try-Ons muss ich sagen, sag ich mal aus, würde ich gleich ins Büro gehen. Aber ist halt ein bisschen schickerer Look. Ja, das waren erstmal die warmen Sachen und jetzt kommen wir zu den einzelnen Outfits. Ja, ich werde alle meine Outfits hier in so Kofferpack-Beutel packen. Denn um einmal sie nach Outfits zu sortieren, zu gruppieren sozusagen, aber auch, das ist der Clou an diesen Taschen, man hat zwei Reißverschlüsse. Das heißt, erstmal packt man die ganzen Sachen ganz normal hier rein, macht zu und dann kann man den zweiten Reißverschluss auch nochmal zumachen, damit es ein bisschen komprimierter und enger wird. Genau, also davon gibt es auch bei Amazon, habe ich einige und da werde ich meine Klamotten drin reinfriemeln. Und dann muss ich dazu sagen, dass ich bei jedem Outfit zeige ich euch jetzt einmal ein paar Strumpfhosen einpacke und auch immer ein Ersatzpaar Strumpfhose im Rucksack haben werde. Weil bei so leichten Strumpfhosen weiß man, ne, man kommt irgendwo gegen und dann hat man eine Laufmasche. Und zu jedem Outfit, weil ich bis auf ein Outfit, dass ich nur Röcke habe, werde ich auch Radlerhosen einpacken. Denn ich habe halt gerne eine Radlerhose drunter. Erstens kann ich mich dann einfach auf den Boden setzen. Zweitens, wenn der Wind kommt und der Rock hochfliegt, sieht man nicht direkt alles, was ich drunter trage sonst, nur halt die Radlerhose. Und drittens habe ich auch schon den Tipp bekommen bei zum Beispiel Flight of Passage, ist man auf so Motorrädern und da ist es auch wohl ungünstig, einen Rock zu tragen, deswegen auch eine Radlerhose. Ja, einmal bildlich gezeigt, plus zu jedem Outfit kommen noch ein paar Socken, einmal Unterwäsche und das freue ich euch aber jetzt nicht im Detail zu zeigen. Und jetzt kommen wir zu den Outfits. Ja, fangen wir an mit einem schlicht ist es nicht, aber ein schönes schwarz-weiß Outfit. Von, ja, 80%, glaube ich, der Sachen, die ich euch zeige, sind von Stitch Chopé bei Loungefly. Einmal hier dieses Set und zwar, ja, das ist oben die Bluse mit schwarzen Punkten, die schwarze Bluse mit weißen Punkten und passend dazu der weiße Rock mit schwarzen Punkten. Ich hatte das ja schon vor 1,5 Jahren im Disneyland Paris an und ich liebe dieses Outfit. Passend dazu hier diese, also ich finde, die Ohren wurden dafür gemacht, für dieses Outfit. Und ich glaube, für die warme Version hatte ich entweder den Blazer angezogen oder den schwarzen Spirit Jersey. Aber das seht ihr dann immer in den Try-Ons. Das werde ich jetzt nicht dazu sagen, welche warme Version ich angezogen habe. Das seht ihr dann einfach in den Try-Ons. Ja, also Outfit Nummer 1. Und übrigens weiß ich
bei den meisten Outfits nicht, wann ich sie anziehe, außer bei sehr obvious, sozusagen sehr offensichtlichen Outfits, wo die reinpassen, in welchen Park, weiß ich noch nicht, wann ich was anziehe. Das entscheide ich dann spontan. Bei dem nächsten Outfit muss man sagen, da sieht man schon, wo es hingehen soll. Nach Animal Kingdom. Und das Outfit habe ich jetzt bei der Warmversion mit einem Blazer kombiniert, aber ich liebäugel ja mit einem Leo Spirit Jersey. Also ich habe ja so ein paar Sachen auf der Wunschliste und dazu gehört dieser Leo Spirit Jersey. Der ist einfach schwarz, aber hat hier an der Seite Leo-Muster und hinten im Leo-Muster steht auch Walt Disney World. Und mit dem liebäugle ich so ein bisschen. Und deswegen habe ich so das Outfit zusammengestellt, damit ich auch diesen Spirit Jersey dazu anziehen kann. Ja, aber einmal obenrum hier dieses Mickey-T-Shirt. Ich weiß gar nicht, das habe ich aus irgendeiner Boutique. Das ist, glaube ich, von Princess Goes Hollywood. Ja, die T-Shirts sind nicht ganz günstig, aber qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und dann passend dazu, den habe ich auch jetzt bei About You bestellt. Hier diesen Leo-Rock. Geht so knielang. Und dann ich hätte auch Leo-Ohren tatsächlich gehabt, aber ich habe kein anderes Outfit, wo diese Ohren zu passen. Und ich möchte diese Ohren unbedingt mitnehmen, weil das sind die 50. Geburtstagsohren. Und Schwarz-Gold passt halt jetzt auch zu dem Leo-Look und wird auch bestimmt gut auch zu dem Spirit-Jersey aussehen. Es ist nicht 100%, ich hätte wie gesagt lieber Leo-Ohren dazu kombiniert, aber ich wollte diese Ohren unbedingt mitnehmen und ich hatte kein anderes Outfit, was dazu passen würde. Ja, das war Outfit Nummer 2. Jetzt kommt das Jeans-Outfit, was ich habe, mein einziges Jeans-Outfit. Sieht auch dementsprechend ein bisschen sportlicher aus im Try-On. Ja, einfach eine blaue Jeans, die muss ich jetzt euch nicht extra zeigen. Dazu ein Gürtel. Ich kann Jeans ohne Gürtel nicht anziehen. Bei mir rutscht das dann und dann kriege ich genervt und dann zupfel ich und so. Nee, ich brauche immer einen Gürtel. Passend dazu das T-Shirt aus Disneyland Paris, das Annual Pass T-Shirt sozusagen. Also hinten steht Pass Annuel Disneyland Paris, damit man auch weiß, woher ich komme. Und auch da Annual Pass Holder bin. Das ist bisher, glaube ich, bis auf das Lanyard, glaube ich, das einzige Merch, was es für Jahreskartenhalter im Disneyland Paris gibt. Aber es passt ganz gut zu dem Outfit. Und darüber ziehe ich diese Jacke an zum 50. Geburtstag von Walt Disney World, habe ich euch ja auch schon mal näher gezeigt, mit hinten den ganzen Charakteren. Ja, richtig schön und passen dazu natürlich die passenden Ohren. Ja, das ist Outfit Nummer 3 und tatsächlich ein bisschen wärmeres Outfit, weil es mit Jeans ist. Wenn es wirklich kalt sein sollte, muss ich sagen, würde ich ein Problem haben mit den ganzen Röcken. Ja, das sehen wir dann da. Ich weiß nicht, vielleicht fühlen sich da auch 20 Grad wie bei uns 23 oder 24 Grad an. Naja, mal sehen. Ja, weiter geht's. Wie gesagt, das war Outfit Nummer 3. Kommen wir zu Outfit Nummer 4. Hatte ich eben auch schon kurz erwähnt, zu der Jeansjacke. Habe ich natürlich passend dazu auch das Outfit von EMP. Das gab es letztes Jahr zu kaufen. Einmal das T-Shirt dazu und den Rock. Und passend dazu ziehe ich hier diese Ohren an. Also die sind auch gemacht für das Outfit. Ich glaube, die gab es vor 2 Jahren auch zum Epcot Festival of the Arts. Gab es das da zu kaufen. Und ich bin jetzt wieder da zu Festival of the Arts. Oder wieder da, ich war noch nie da. Ich bin jetzt da zu Festival of the Arts. Ich bin mal sehr gespannt, wie das aussieht. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Sieht echt cool aus. Und da gab es halt zu diesem Event auch diese Ohren, weil die ein Künstler kreiert hat. Auch einer meiner teuersten Ohren, aber ich finde, zu dem Outfit sieht das einfach schön aus. Vielleicht ziehe ich die tatsächlich in Epcot an, zu Festival of the Arts. Das wird natürlich super passen, das Outfit. Outfit Nummer 4. Ich habe auch tatsächlich, glaube ich, mehr Outfits als Tage, aber ich habe auch schon ein Backup-Outfit rausgeschmissen. Ja, Outfit Nummer 5. Wir sind bei Outfit Nummer 5. Das ist auch eher, ich weiß nicht, auch vielleicht so ein Backup-Outfit, ich weiß es nicht. Aber ich finde es auch sehr schön. Und zwar einmal hier dieses T-Shirt von Disneyland Paris. Gab es ja letztes Jahr. Life is much better with cupcakes. Und ja, Disneyland Paris steht da vorne drauf. Und hat hier oben so schöne Pailletten. Passend dazu hier diesen Rock. Finde ich auch nämlich wunderschön, diesen Rock. Und mit den Ballons. Und stellt euch vor, ich hole mir jetzt so einen Ballon. Und dann so ein Foto auf der Main Street. Wäre natürlich ein Traum. ja, also hier diesen Rock, den habe ich mal in England bestellt.
Und passend dazu, oh, ich liebe sie, diese Ohren, also die schreien ja auch nach mir, ne? Diese Farbe. Es ist der Knaller. Ich liebe diese Farbe. Ja, also passend dazu hier die Ohren. Und das ist jetzt das einzige Crossover-Ohren-Outfit, was ich noch habe. Das heißt, die Ohren würde ich auch zu dem nächsten Outfit anziehen. Das ist das einzige Outfit, wo ich die Ohren nochmal anziehen würde. Und zwar von Stitch Shop bei Chopé bei Loungefly. Einmal hier dieses T-Shirt. Also das ist im Prinzip das Dornröschen-Outfit. Und da vorne steht Once Upon a Dream. Und passend dazu natürlich der Rock mit den drei Feen und ja, auch die Ohren dazu. Und ich muss sagen, ich musste mich schweren Herzens dazu entscheiden, einen Rock von meiner Lieblingsrockmarke nicht mitzunehmen. Denn ja, es sprengt meinen Rahmen. Und dann musste ich mich entscheiden, welchen magst du am wenigsten? Von den ganzen, die ich wirklich alle sehr liebe und den du schon mal auch anhattest. Und das ist der Cinderella-Rock mit dem, Daniel würde jetzt sagen, Absperrband oben, mit dem Maßband. Das Outfit habe ich tatsächlich nicht mitgenommen, weil ich bin halt nur 9 Tage in den Parks und davon auch einen Tag in Universal. Und ja, deswegen musste Cinderella hier bleiben. Es tut mir leid, es tut mir sehr leid. Aber zum Beispiel das nächste Outfit, das hatte ich noch gar nicht an, vom Stitch Shoppe. Und zwar das Fantasia-Outfit. Das heißt, ja, hier diesen Rock gibt es. Plus das passende T-Shirt dazu. In Rot. Und natürlich die Fantasia-Ohren. Die werden später noch bei der Cruise in Einsatz kommen, bei einem Outfit. Aber das zeige ich euch dann auch noch später. Also ja. Nächstes Outfit, ich habe mittlerweile das Zählen vergessen. Ich glaube, es müsste 6 oder 7 sein. Naja, egal. Ja, Outfit, Universal Outfit kommen wir jetzt tatsächlich. Da habe ich gestern ein Paket von Templing bekommen mit einem wunderschönen T-Shirt, was ich mir ausgesucht habe für Universal, denn die haben auch Harry Potter T-Shirts. Und das ist mein erstes Harry Potter, mein zweites ist gelungen. Ich habe schon Hedwig, aber das ist so ein Weihnachts-T-Shirt. Und zwar hier das. Und das habe ich nicht als Try-On, weil, wie gesagt, es kam erst gestern und ich konnte das Try-On jetzt nicht mehr filmen. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Und zwar, ja, das ist das T-Shirt. Ihr seht, Visit Hogwarts mit Hedwig und Hogwarts und dem Hogwarts Express und so. Also ich, ne, ich bin begeistert. Ich liebe dieses T-Shirt. Dann habe ich noch ein zweites bekommen zum Tauschen. Also falls, ne, Orlando Platzregen, ne, man weiß ja nie. Und zwar hier dieses Hogwarts-T-Shirt. Das ist an Van Gogh angelehnt, an das Kunstwerk von Van Gogh. Und da seht ihr auch Hogwarts. Und was ich auch süß finde, sind hier die kleinen Boote, wie die Kinder nach Hogwarts fahren. Also das nehme ich auch noch mit als Wechsel-T-Shirt. Dann, warum auch nicht, Harry Potter-Socken. Sieht man zwar nicht, aber man weiß, dass man sie trägt. Dazu kombiniere ich einfach einen schwarzen Rock. Den habe ich von Shein. Mein All-Time-Favorite-Rock, mit dem sehe ich irgendwie immer gut aus. Und dazu ein paar Harry Potter-Accessoires von Gryffindor, die ich mir bei Amazon gekauft habe. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Geld ausgeben für neue Harry Potter-Sachen, aber irgendwas auf dem Kopf muss ich ja haben, ihr kennt mich ja. Und zwar einmal hier diesen Gryffindor-farbenen Haarreif, einen Crunchy, kann ich mir dann um den Arm machen. Wenn es auf eine Achterbahn geht, kann ich mir die Haare dann einfach schnell zumachen. Und dann gibt es da noch so eine Schleife dazu. Ob ich die in meinem Haar tragen werde, muss ich mal schauen. Sieht ein bisschen aus wie, dann wie so ein Schulmädchen. Aber kann ich mir vielleicht hinten einfach so in die Haare machen. Muss ich mal gucken. Aber Crunchy und Haarreif auf jeden Fall. Und dann gab es hier noch so ein rotes Crunchy, aber das ist jetzt nicht so wild. Genau, gab es auch bei Amazon. Findet ihr auch unten in der Infobox den Link. Dann kann ich euch zum nächsten Outfit eigentlich nur die Ohren zeigen. Denn ich habe es in meinem Haul ja schon erwähnt. Ich habe mir bei Stitch Shopee bei Loungefly was aus dem Sale in Amerika bestellt. Und man kann das ja ins Disney Hotel liefern lassen. Und das habe ich getan. Und ich habe mir das Bambi Outfit und das Mary Poppins Outfit bestellt. Mary Poppins werde ich, glaube ich, gar nicht anziehen. Aber das Bambi Outfit hätte ich schon gerne angezogen. Und deswegen passend dazu hier die Ohren. Schreien ja nach Frühling, muss ich sagen. Und ja, deswegen kann ich euch jetzt nur die Ohren zeigen. Das Bambi-Outfit als Bild von Stitch Shopee bei Loungefly. Da könnt ihr euch gerne vorstellen, wie es dann zusammen aussieht. Oder ihr seht es dann in den Vlogs hoffentlich.
So, wie viele Outfits haben wir noch? Generell zu viele. Nein, zwei, glaube ich, noch. Zwei Outfits sind's noch und dann sind wir durch. Wuhu! Da kommen noch ein paar kleine. Also das Video ist ellenlang. Ja, nächstes Outfit ist dieser wunderschöne Rock. Auch von Stitch. Schuppi bei Loungefly. Mit dem Mickey-Ballon hier an der Seite. Passend dazu die Ohren hier. Das sind auch so Ballon-Ohren und die sind auch von Loungefly. Und das passende T-Shirt dazu mit dem. Ja, das ist ja dann sozusagen das oben auf den Ohren abgebildet, dass es alles zusammenpasst. Genau, das ist das schwarze T-Shirt. Vorletztes Outfit war das. Und jetzt kommt das letzte Outfit und da könnt ihr auch dreimal raten, wo ich das wohl anziehen werde. Mensch, Toy Story. Ja, natürlich in den Hollywood Studios. Da gibt es ja das Toy Story Land und da werde ich das Outfit anziehen. Natürlich auch der Rock von Stitch Chopé bei Loungefly. Das passende T-Shirt dazu mit Slinky Dog hier vorne. Die Ohren und als zusätzliches Highlight Forky auf der Schulter, der mir dann hier so auf der Schulter sitzen wird, magnetisch. Ja, das ist mein letztes Outfit. Wie gesagt, das für Hollywood Studios und das andere für Animal Kingdom. Und ja, Epcot haben wir auch schon gesagt. Und die anderen werde ich dann spontan entscheiden. So, und jetzt kommen wir noch zu Sonstigem. Ja, ich hoffe, es passt noch alles in den Koffer. Ja, einmal habe ich hier so einen Beutel mit Pröbchen. Das heißt, ich habe hier ganz viele kleine Beutelchen mit Haarkur, mit Gesichtscremes, mit Serums, die ich dann alle verbrauchen möchte. Und dann sozusagen mehr Platz im Koffer habe. Hier habe ich mir meine Spülung abgefüllt. Ich bin nicht so ein Freund von anderen Spülungen. Und ich habe halt wirklich versucht, alles so klein es geht mitzunehmen, um ja, es gegebenenfalls dann zu verbrauchen und wegzuschmeißen und dann ja, auf dem Rückflug mehr Platz im Koffer zu haben. Als Sonnengesichtscreme benutze ich hier immer die von Nivea. Die ist super für unters Make-up, denn die ist mattierend. 30er Sonnenschutz. Und das Make-up ist dann nicht so fettig obendrauf. Genau, also das ist einmal hier noch drin. Ja, und mein großer Kosmetikbeutel. Ja, ich habe noch ein paar Medikamente eingepackt. Ibuprofen, Halslutschtabletten, nochmal Nasenspray, was gegen Herpes. Ich bin ja immer so anfällig gegen Herpes im Urlaub. Ja, deswegen, das habe ich nochmal einzeln drin, was ich hier noch drin habe. Ich packe jetzt nicht alles aus, was man so braucht als Frau, ne? Shampoo, Deo, Haarspray, Bürste, Waschlappen, Ohrstöpsel, falls es mal laut wird, Bepanthen, Phenistil, für falls die Mückenattacken kommen, Abschminktücher, Zahnbürste, Lippenzeug, Handcreme, Hitzeschutzspray für die Haare, warum, das kommen wir gleich noch zu, und meine Kontaktlinsen. Ja, das ist jetzt alles hier drin, das habe ich jetzt nicht alles rausgeholt. Denn da ist ja jede Frau eigen, was sie so im Urlaub braucht. Wie gesagt, ich habe versucht, alles in kleinen Dings mitzunehmen. Jetzt muss ich meinen Akku wechseln. Sogar die Kamera sagt sich, das Video ist zu lang. Was ich noch sagen wollte, genau, ich habe alles versucht, so in kleinen Packungen mitzunehmen, da zu verbrauchen und dass es dann halt leer ist, wenn wir zurückfliegen. Oder ich es halt wegschmeißen kann, wenn ich es nicht komplett aufgebraucht habe. Ja, jetzt habe ich noch so eine kleine Tüte neben mir stehen, was da noch so drin ist. Ja, einmal Schmuck. Habe ich hier drin hauptsächlich Disney-Schmuck. Disney-Ohrringe werde ich jetzt nicht alles aufs kleinste Detail eingehen. Die seht ihr dann im Vlog, wenn ich sie trage. Aber ja, habe ich auch hier so ein kleines Mäppchen für Schmuck auch mal bei Amazon gekauft. Das hier kommt mit. Das tue ich auch wahrscheinlich auch ins Handgepäck rein. Mein Schmuck. Dann kommen wir zu meinen Haarsachen. Und da muss ich was ansprechen, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Aber einmal nehme ich hier diesen Bademantelschnur mit für Locken. Das heißt, wenn ich mir Locken machen will, mache ich mir das abends in die Haare. Ihr kennt das bestimmt schon von meinen Vlogs. Abends in die Haare reindrehen und dann morgens hat man dann Locken. Und da brauche ich keinen Lockenwickler, keinen Lockenstab oder so mitzunehmen. Ist klein und handlich und leicht für die Haare. Und ja, dann, ich kann meinen geliebten Dyson Föhn inklusive Aufsätze, ich habe ja den Airwrap, nicht mitnehmen. Denn damit föhne ich mir die Haare und auch glätte mir die Haare mit der Aufsatzbürste. Das geht leider nicht in Amerika, denn die Spannung dort ist dafür nicht ausreichend. In Amerika sind, glaube ich, 110 Volt aus der Steckdose und beim Dyson, ne, also geht da nicht an.
Und das könnt ihr ganz leicht überprüfen. Ich habe jetzt hier mein Glätteisen von GHD und das kann ich tatsächlich mitnehmen, denn hier drin steht 110 bis 240 Volt. Das heißt, das Glätteisen wird funktionieren in Amerika, deswegen auch das Hitzeschutzspray. Ich bin ja nicht so ein Fan von Glätteisen, aber bevor ich dann so aussehe wie Hagrid oder sonst wie, ich weiß ja nicht, wie der Föhn da ist, da bin ich auch mal so skeptisch mit anderen Föhns. Ich bin eigentlich nur meinen Dyson-Föhn am Benutzen. Egal, wo ich hinfliege, nehme ich eigentlich meinen Föhn mit, weil ich weiß, er macht halt schöne Haare. Aber bei anderen Föhns bin ich mal so sehr, sehr skeptisch. Deswegen, ja, Glätteisen, um einigermaßen die Frisur zu retten. Und das kann ich tatsächlich benutzen. Also wenn ihr hinfliegt und irgendwelche Sachen hier braucht, dann schaut auf jeden Fall auf die Spannung. Ich musste meiner Mutter zum Beispiel jetzt auch einen, die hat so einen, das heißt nicht Lockenwickler, so einen Lockenstab, der heiße Luft rausmacht. Ne? Ihr wisst, was ich meine, was halt so Frauen benutzen könnten. Den kann ich auch benutzen, theoretisch. Musste ich aber extra bei Amazon neu bestellen, denn den sie hatte, der war nicht geeignet. Hatte auch nur 220 bis 240 Volt drinstehen. Ja, also als Tipp, darauf achten. Dann nehme ich eine Bauchtasche mit. Okay, das ist jetzt die dritte Tasche, theoretisch, aber die ist eigentlich nur für Universal. Denn ich habe es ja auch schon mal erwähnt, man muss alles einschließen. Aber bei einigen Attraktionen darf man eine Bauchtasche zum Beispiel tragen, bei den Attraktionen. Ansonsten Rucksack muss man einschließen und dann könnte ich hier jetzt mein Handy reintun, wenn ich in der Warteschlange bin. Das stelle ich mir eh total schlimm vor. Ich bin ja dann alleine in Universal und stelle euch mal vor, eine Stunde warten und ich muss mein Handy abgeben. Was mache ich denn eine Stunde? Also mit gar nichts. Da muss ich halt gucken und so, aber Das ist schon hart. Und deswegen, bei einigen Attraktionen darf man gar nichts haben, also noch nicht mal so eine Bauchtasche. Zum Beispiel Hulk habe ich gesehen. Oder ich glaube, die Jurassic World Achterbahn darfst du auch gar nichts drauf haben. Aber bei anderen darfst du hier so eine Bauchtasche tragen. Deswegen, hier die Bauchtasche kommt mit hauptsächlich für Universal. Und ich habe es ja schon erwähnt, meine zweite Handtasche. Ich habe ja die rosane Mini. Und dann nehme ich noch hier die schwarze Mickey mit. Da passt alles Mögliche rein, die ist riesig und passt auch dann zu den anderen Outfits, die nicht rosa sind, weil es ist halt schwarz, ne? Aber die hat so viel Platz, die ist von Desigual, gibt es auch in Beige und ja, also wirklich riesen viel Platz in dieser Tasche. Ja, was habe ich noch hier drin? Zwei Pyjamas, die muss ich euch jetzt nicht unbedingt im Detail zeigen, also ne, Pyjamas braucht man ja auch. Dann habe ich noch eine große Einkaufstüte eingepackt, für die Parks oder, was ich mir dann auch gedacht habe, für Castaway Key, wenn wir dann an den Strand gehen. Ich nehme jetzt extra für einen Tag keine Strandtasche mit, dann nehme ich halt hier so eine Einkaufstasche mit. Dann habe ich auch den Tipp bekommen, eine Brita-Flasche mir zu kaufen. Denn man kann sich ja überall in Walt Disney World Wasser ziehen. Und das soll halt ein bisschen chlorhaltig sein und auch chlorhaltig schmecken. Und damit es etwas erträglicher wird, hat mir einer aus der Community eine Brita-Flasche empfohlen. Gab es auch bei Amazon. Ich bin gefühlt Stammkunde in den letzten Wochen bei Amazon. Genau. Die habe ich mir gekauft. Haben alle aus unserer Crew, die mitkommt, auch eine Flasche. Und wie gesagt, kann man sich dann überall dann auffüllen in den Parks. Es gibt Wasserstationen, Wasserhähne. Dann haben wir immer wenigstens ein bisschen gefiltertes Wasser. Und das kommt tatsächlich auch in mein Handgepäck rein, in meinen Rucksack. Damit ich da mir auch am Flughafen eventuell Wasser reinfüllen kann. Ja, dann habe ich hier noch so ein kleines Beutelchen mit Haarzeug, so Haarspangen, Haargummis, was man halt so als Frau alles braucht für die Haare. Dann habe ich noch einige Tücher. Eigentlich sind es nur zwei. Einmal ein Dumbo-Halstuch und einmal eins mit Mickey und so ein bisschen mit mehreren Farben, damit es auch ein bisschen zu den anderen Outfits passt. Weil ich nicht immer den Kaschmir-Schal jetzt zum Beispiel mitnehmen möchte, aber ich hab irgendwie Angst, dass mir da kalt sein wird. Deswegen habe ich mir noch die zwei Tücher eingepackt, die ich dann mitnehmen kann. Dann meine Schlafmini. Ich kann ja ohne Kuscheltier nicht schlafen. Deswegen muss die auch mit. Egal was ist, es muss ein Kuscheltier mit. Ein Outfit weniger, aber Kuschelmini muss dabei sein. Dann habe ich hier noch mein Lanyard von der Disney Cruise, wo wir damals drauf waren. Das nehme ich natürlich auch mal. Ich drehe es jetzt nicht um, weil da meine alte Bordkarte tatsächlich noch drin ist, wo wir auf dem Disney Magic waren. Und da kann ich halt meine neue Bordkarte reintun. Und habe ich mir damals auch gekauft. Deswegen muss das auch unbedingt mit. Was haben wir noch? Ich habe jetzt hier noch so ein Waschabschminktuch, Mikrofasertuch.
Wenn ich mich abschminke, gehe ich damit gerne mal drüber, um komplett die Reste wegzumachen. Kann man auch wieder waschen, habe ich auch immer gerne dabei. Noch eine Sonnenbrille, die kommt auch ins Handgepäck. Dann habe ich zwei universale Adapter für die Steckdose. Wer es nicht weiß, Amerika hat andere Steckdosen als Europa. Das heißt, ihr braucht Adapter. Und hier ist tatsächlich auch also englischer Adapter, amerikanischer Adapter und AOS. Könnte Australien sein. Ja, ist alles hier drin. Habe ich zweimal für uns. Und das Gute ist bei denen, die haben auch noch USB und USB-C Stecker. Plus halt die Steckdose. Also passt, alle Geräte zum Aufladen würden damit geladen werden. Das habe ich zweimal für uns alle gekauft, sozusagen. Können wir benutzen. Dann habe ich ja eben euch den Regenschirm gezeigt. Ich werde mir auch immer einen Poncho in den Rucksack schmeißen aus dem Action. Kosten 40 Cent. So Einwegponchos. Und falls doch der Platzregen sollte oder falls der Platzregen einsetzen sollte oder es immer länger regnen sollte, habe ich jetzt hier, wie viel habe ich jetzt davon? Kann man da auch in der ganzen Truppe verteilen. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ponchos und die kann ich auch wegschmeißen. Ne? Für 40 Cent pro Poncho, wenn ich sie alles nicht benutzt habe, können sie auch in der Tonne landen. Aber man weiß ja, in Orlando muss man immer auf den Regen gewappnet sein. Ach Gott, was habe ich hier noch? Ihr denkt, wie viel Koffer nimmt die mit? Es ist tatsächlich nur ein Koffer. Und der hat Gepäck. Dann nehme ich noch zwei Schnelltests mit. Man weiß ja nie, ob man sich mal testen lassen muss, wenn es einem schlecht geht oder so. Nehme ich mal just in case zwei Schnelltests mit hier aus Deutschland. Die gibt es natürlich auch vor Ort, aber da muss man erstmal in der Apotheke, selber auch mit den Medikamenten. Also man ist ja nicht am Arsch der Welt sozusagen. Man ist in einem zivilisierten Land und könnte in die Apotheke fahren, wenn man unbedingt was braucht. Aber das so. Ein paar Sachen kann man ja schon mitnehmen. Dann noch eine Flasche Desinfektionsmittel, kann man auch nie genug haben. Dann, ganz irritierend, Zipperbeutel. Zwei Packungen für Kosmetikkram zum Beispiel. Aber auch, wenn wir unterwegs sind und irgendwie schon mal einen Snack. Ne? Und es gibt da tatsächlich riesige Snacks manchmal in Walt Disney World. Und dann, wenn ich nicht alles schaffe, kann man das halt einfach in so einen Zipbeutel packen. Ja, davon habe ich zwei, aber in dem einen habe ich schon drei Zipbeutel rausgeholt. Also sind nicht mehr ganz so viele und schon die wahrscheinlich auch aus den Kartons raus, weil die sind schon sehr sperrig. Ja, nochmal Taschentücher. Ich werde auch nicht alle Taschentücher mitnehmen, aber ein paar werde ich mir davon rausholen. Natürlich standesgemäß Disney-Taschentücher. Und wir sind zu meinem letzten Artikel gekommen. Ladekabel. Ladekabel für Handy, für Kameras, alles, was man so laden muss. Einfach nur sinnbildlich. Ganz, ganz viele Ladekabel. Die werde ich wahrscheinlich auch ins Handgepäck packen, in den Handgepäckkoffer. Ja, jetzt gehe ich nochmal meine Liste durch, denn ein paar Sachen fehlen noch. So, einige Sachen, die ich im täglichen Gebrauch habe, sind hier noch nicht aufgelistet oder im Koffer drin. Und zwar, ja, alle Ladekabel habe ich noch nicht zusammen. Powerbank fehlt auch noch, die muss unbedingt auch noch mit. Die ist noch in meiner Handtasche. Ein paar Snacks möchte ich noch mitnehmen für den Flieger oder auch vor Ort direkt, damit ich ein paar Snacks habe. So kleine Chipspackungen oder Nüsse oder sowas habe ich hier noch zuhauf und die kann ich noch einpacken. Dann muss ich unsere ESTA-Formulare ausdrucken. Alles, was rund um den Urlaub ist, ausdrucken, Tickets, Bescheinigungen, Check-in-Daten, alles, was man braucht. Wimpern muss ich noch einpacken, also meinen kompletten Make-up-Beutel muss ich noch packen. Da kommt dann halt das rein, was ich täglich in Benutzung habe, plus künstliche Wimpern, die ich ja immer auch in den Parks trage. Dann die Festplatte muss ich noch mitnehmen, also so eine kleine Portable-Festplatte, ne? Damit ich das Footage immer übers Tablet, das auch noch hier fehlt, immer auf die Festplatte ziehen kann, dass es immer gesichert ist. Von jedem Tag möchte ich das vorher halt so sortieren, dass ich auch am Ende nicht so viel mit Sortieren beschäftigt bin. An jedem Tag, wo ich gevloggt habe, möchte ich das abends dann auf die Festplatte ziehen und dass es schon mal sicher ist. Und genau, die muss ich noch einpacken. Tablet, den Computer, also den Adapter für die Festplatte, damit ich das Tablet und die Festplatte miteinander verbinden kann mit so einem USB-C-Adapter. Und mein Nagelzeug. Ich muss mir noch die Nägel machen und dann kommt das auch noch mit. Ja. Das war's. Das fehlt hier noch und ansonsten habt ihr alles gesehen.
Ja, ein sehr langes Video, aber ich habe nichts vergessen, hoffentlich. Wenn ich noch was vergessen habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, welches Outfit euch am besten gefallen hat oder welche Outfits oder Top 3 Favorite Outfits. Würde mich mal wieder interessieren, einfach unten in die Kommentare. Ah, ne, ich habe noch was vergessen für die Cruise. Ah, da ist noch ein Beutel, Moment. Ha. Ja, den habe ich wohl vergessen. Ah, den Cruise-Beutel. Ja, ich habe tatsächlich noch was für die Cruise separat eingepackt. Also mittlerweile habe ich ein bisschen Bedenken, ob ich alles in den Koffer kriege. Bei der Menge, die ich euch gerade alles gezeigt habe. Ja, was ich mir noch eingepackt habe, ist einmal hier so ein Kleid, was ich dann drüber schmeißen könnte, wenn wir auf den Bahamas sind oder so. Wenn wir am Pool liegen, um was zu essen zu gehen. Einfach so, weil das halt relativ auch klein und dünn ist. Dann, die Phantasia-Ohren habe ich euch eben ja gezeigt. Und es gibt ja das Restaurant auf der Disney Dream, das Animagique Theater oder Theater, oder heißt es? Also auf jeden Fall, es gibt ein Restaurant, was auch Mickey, normalerweise vor Corona, ist Mickey da als Zauberlehrling rumgelaufen. Und das ist halt das ganze Thema von diesem Restaurant. Und deswegen möchte ich das Kleid tatsächlich an dem Tag anziehen, wo wir da essen gehen. Das ist auch von Stitch Chopé bei Loungefly. Und das würde ich halt da gerne anziehen, obwohl ich natürlich auch das andere anziehen könnte mit dem Rock und dem Oberteil. Wenn ich Packprobleme bekomme, hätte das wahrscheinlich dann rausfliegen, weil ich noch das andere Phantasia-Outfit hätte. Aber das fände ich schon richtig schön auf der Cruise. Dann habe ich einen Sonnenhut, eine Mickey-Mütze dabei, wenn die Sonne scheint, bei Castaway Key, dass ich da keinen Sonnenstich kriege. Dann meine Cruise-Ohren. Habe ich ja mal auf der Disney Magic gekauft. Und als Cruise-Outfit noch zusätzlich. Das könnte aber tatsächlich auch mittlerweile rausfliegen, denn aus Platzgründen ist dieser Donald Rock, Donald und Daisy Rock, den gab es oder gibt es immer noch bei EMP. Der ist richtig schön. Und da muss ich sagen, ich habe dazu ein anderes T-Shirt bestellt, auch bei EMP, weiß mit Punkten. Und auf die Bestellung warte ich seit 2 Wochen. Und das wollte ich eigentlich dazu kombinieren, das T-Shirt. Und wenn das jetzt endlich ankommt, glaube ich, wird das auch rausfliegen, obwohl das echt gut zur Cruise passt und zu dem ganzen Thema. Das wollte ich nämlich eigentlich anziehen, wenn ich auf die Cruise gehe, mit dem Spirit Jersey, den ich von der Cruise habe, von Disney Cruise Line. Das sieht bestimmt zusammen auch ganz gut aus. Ich muss mal überlegen oder ein Ersatz-T-Shirt suchen. Werde ich bestimmt finden, aber ja, das ist der Spirit Jersey, den ich von der Disney Cruise Line habe. Passt auch sehr gut zu dem Donald Rock. Und dann habe ich noch ein Outfit für Castaway Key. Das ist hoffentlich warm, sehr warm. Und deswegen habe ich einfach hier eine Shorts eingepackt mit den passenden Ohren für Fotos. Da gibt es auch einige Fotomöglichkeiten, deswegen die passenden Ohren dazu. Und einfach ein weißes Tanktop. Ja, genau. Also das waren noch meine Cruise-Outfits, die ich euch fast vorenthalten habe. Ja, nee, aber das war's jetzt wirklich. Und jetzt geht's gleich ans komplette Packen und gucken, ob alles in den Koffer passt. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und wie viel Platz ich dann noch haben werde, um was zu kaufen. Ich habe ja die Hoffnung, dass meine Mutter und die anderen ein bisschen mehr Platz haben im Koffer und der Handgepäck und so. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall war es das jetzt. Wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche eure Top 3 Lieblingsoutfits waren und vielleicht, ob ich was vergessen habe. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns jetzt wahrscheinlich, ich fliege jetzt demnächst nach Walt Disney World. Die Vlogs kommen aber ein bisschen versetzter. Ich werde die erst wahrscheinlich anfangen zu schneiden, wenn ich wieder da bin. Aber ich freue mich sehr auf die Reise und ich freue mich auch, wenn ihr mich begleiten würdet auf der Reise. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!